Oder eben auch im Auto, an der Raststätte oder im Stau, wo nichts mehr geht, ehe man sich aufregt und einen Streit mit jemandem anfängt, machen Sie lieber PMR. Und was entsteht? Ich komme zum Ende. Krankheiten können vermieden werden, Emotionen können reguliert werden, wir können Muskelüberspannungen, weil wir schon gar nicht mehr wissen, wie gespannt sind eigentlich Muskeln, regulieren. Wir können geistig und körperliche Aktivitäten auch ein bisschen forcieren. Sie können es weiter mitlesen und das Tollste ist, wir können die Gesundheit als Schatz wiederentdecken. Wir sind nicht diejenigen, die auf Fehlerfahndung geht, sondern die eben einen Schatz, nämlich unsere Gesundheit, wieder erkennen wollen. Wir fragen uns immer, warum sind wir krank? Warum sind wir krank, wenn wir krank sind? Warum? Keiner fragt sich, wenn er gesund ist, warum bin ich eigentlich gesund? Und um jetzt zum Abschluss auf dieses schöne Programm und das sehr umfangreiche und interessante Programm der Aktionswochen überzugehen, habe ich alle Verfahren zur Selbstregulation, die im Programmheft aufgelistet sind, mal hier zusammengefasst. Und wenn Sie ein bisschen ein Gespür jetzt dafür bekommen haben und ein bisschen Initiative fühlen oder einfach einen Wunsch haben, ja, dann suchen Sie sich einfach eins von diesen schönen Angeboten aus. Und ich möchte Sie einfach ermutigen, gehen Sie in den Wochen der seelischen Gesundheit achtsam mit sich um, suchen Sie sich Ihre eigenen, richtigen, für Sie optimalen Angebote. Nehmen Sie sich Zeit, flanieren Sie einfach durch die Veranstaltung, finden Sie Ruhepole, finden Sie Gleichgesinnte, Angebote, die Ihnen natürlich, die Ihnen persönlich nützen, und tun Sie es für sich selbst mit einem gesunden Anteil innerer Selbstbestimmtheit und entwickeln Sie einen gesunden Eigensinn. Sie dürfen eigensinnig sein und genau danach suchen, was Sie gerade brauchen. Ja, von der Fehlerfahndung zur Schatzsuche. Viel Freude dabei wünsche ich Ihnen und meine Kollegin Frau Rank sitzt im Publikum. Sie ist hier vorne auch auf dem Bild. Da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, wir haben also diese Ideen im Qigong-Zentrum verwirklichen können in den letzten Jahren und die möchten wir Ihnen allen natürlich zur Verfügung stellen. Und das könnte gleich morgen passieren, zwischen 9 und 12 im Schnupper-Qigong-Seminar. Wer sich anmelden möchte, ist herzlich willkommen bei mir oder bei Frau Rank. Herzlichen Dank und Ihnen allen viel Spaß und nochmal vielen Dank an das ganze Leipziger Bündnis und nochmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag des Vereins.